So, servus miteinander. Heute ist Freitag, also die Woche auch schon wieder rum. Und heute machen wir ein wenig was mit den Maschinen, also Shopboard. Die CNC-Maschine Nummer 3 ist fast angeschlossen. Hier, ich tue jetzt den Computer hier noch anschließen. Und Shopboard Nummer 4, tun wir hier die Videokamera anschließen. Jede CNC-Maschine hier hat eine Videokamera. Mal sehen, ob man das hier. Und. Ups. Ja, hier ist also unsere Videoüberwachung und Nummer 4 müssen wir jetzt hier anschließen. So, jawohl, Kamera 4 ist angebracht und funktioniert. Jetzt tun wir erstmal abwarten, bis die vierte Maschine hier reinkommt und dann werden wir den ganzen Kabelsalat hier etwas besser anbringen. Hier machen wir dann später noch eine Tür rein und hier kommen die Bildschirme hin. Und ja, dann werden wir das alles noch schön sauber verlegen, damit es alles seine Richtigkeit hat. Aber jetzt erstmal die Funktionalität ausprobieren. Also alles funktioniert, passt wunderbar, jawohl. What's Lily doing down there? Lily! I thought she was rolling in the grass. Lily! Come here! Come here! Lily! Hey, what's up? Hi, Lily. Hey Sophia, what do you want to do? What do you want to do, Sophia? Wait, I'm going to pet Lily and Flabby. Ooh, nice. Do you want to paint a picture? You paint? 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 No, I mean draw. You ready? Yeah. And then I can already.
So, der Freitag neigt sich dem Ende. Schnitzel war natürlich super, wie immer. Also das machen wir so alle 10 Tage, nehme ich mal an. Dreimal im Monat gibt es hier mal einen Schnitzel. Also wenn ich mal Lust und Laune habe, dann frittiere ich das, kein Thema. Und ja, das sieht so aus wie eine Küchenzeile, ist aber, also die Schränke sind noch von der alten Werkstatt. Das ist alles von der alten Werkstatt. Das war eine Werkbank. Und das habe ich also nicht mehr benutzt hier. Es ist also frei, deswegen haben wir das ein wenig so küchenmäßig gemacht. Aber wird eventuell oder wahrscheinlich machen wir hier so einen Media-Bereich. Ne? Also ein Bereich, wo ich hier meine Batterien aufladen kann, wo meine Kameras verstaut werden. Verschiedene Stative und so weiter, Drohne, den ganzen Kabelsalat. Also ich denke mal hier in dem Bereich, wenn man so die Kameras und Videoaufnahmegeräte, was man halt so alles braucht, um hier diese YouTube-Videos zu machen, das wird hier also in dem Bereich hier ein neues Zuhause finden. Gut, ja, und dann natürlich im Maschinenbereich. Habt ihr ja schon vorhin gesehen, haben wir gearbeitet, da haben wir hier wegen das rangemacht für die Tastaturen und Laptop hier oben muss ich noch irgendwas machen, dann Monitor, also Shopboard 3 ist einsatzbereit, jetzt haben wir heute, haben sie angerufen, Shopboard 4, also die vierte CNC-Fräse kommt am Dienstag endlich, sollte eigentlich diese Woche kommen. Diese Woche Mittwoch, aber naja, so eine Woche später, dann kommt es so langsam an. Aber haben wir das Vakuumsystem, also den Staubsauger sozusagen, Vacuum System, das haben wir angebracht. Ist also einsatzbereit, die Kamera steht und hier haben wir auch den größeren Fernseher hier genommen, anstatt den kleinen, damit es etwas größer ist, damit man die vier Maschinen dann also besser sieht. Und ja, dann hat sich das, dann wünsche ich euch was. Jetzt mache ich immer Schluss hier und du mal gleich mich an die Arbeit machen und ein wenig das zusammenschneiden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, Servus!